Entgegen meiner Annahme bewohnen die Voodoo ihre Festung im Regengebirge gar nicht und trachten auch nicht danach, von hier aus ihre Machtansprüche auf den restlichen Teil Südaventuriens auszuweiten. Nach allem, was meine Späher berichteten, können wir davon ausgehen, dass es sich bei den Festungen um nichts Geringeres als die legendäre Zitadelle der Geister handelt, die im gleichen Atemzug mit der Zitadelle der Elemente und der Zitadelle der Dämonen genannt werden muss. Unglaublich. Langsam erhärten sich meine Hypothesen. Remo. Das Yakai hatte seinen Ursprung in den Tiefen der Geisterzitadelle. Da die Zitadelle als Hort der Geister gelten muss, in dem Dämonen kaum Macht haben dürften, ist wahrscheinlich, dass das Yakai gar keinen dämonischen Ursprung besitzt, sondern dass es sich um besonders grausame Geister handelt. Andererseits deuten unsere bisherigen Forschungsergebnisse alle auf eine dämonische Natur des Yakais hin. Sekundo. Die Lebenskraft der von den Voodoo auf den Altären ihrer schwarzen Pyramiden geopferten soll die Macht der Pfortenwächter stärken. Heißt das umgekehrt, dass ihre Macht schwindet? Und weshalb brauchen es Pfortenwächter und Zitadellenwächter, gerade wenn man bedenkt, dass über die Natur der Ersteren noch gar nichts herauszufinden war? Herzio. Ihr momentaner Anführer Nemeka, weshalb dieser Name, der dem geschmähten Nemekat so gleicht, ist fast häufiger bei der Zitadelle anzutreffen als anderswo in seinem großen Reich. Er will die alten Pfortenwächter überwinden und selbst Herr der Zitadelle und der Pforte werden. Nur wieso? Leider lassen sich all meine Hypothesen nur verifizieren, wenn meine Späher sich einen Zugang zur Zitadelle verschaffen können. Das wird mich wohl einiges kosten. Randnotiz zu Wege ohne Namen. Pforten des Grauens. Verfasser unbekannt. Mittlerweile schreiben wir den 20. Travia. Der Tag von Brot und Spiele im Namen der Granden. Vor allem der Zornbrechter, welche die Gewalt lieben. Eure Soiree habt ihr gemeinsam mit Keras Karinor bestanden. Weitere Zwischenfälle gab es nicht, lediglich Gorakon Kugras hat provoziert. Doch letztendlich hat er euch Hilfe versprochen und kann als alter Seemeer zahlreiche Kapitäne ansprechen, die euch nützlich wären. Doch nun müsst ihr gegen die Echsenkrieger und den Schlinger bestehen, der auf euch wartet. In den frühen Morgenstunden wurde die Arena bereits im Blute getränkt, als Straftäter ohne die Hoffnung auf Milde exekutiert wurden. Nun beginnen die Gladiatoren ihr Werk und wiegeln die Stimmung auf in den Vorkämpfen. Über euch donnern die Holzbohlen, Sand rieselt und Rufe erfüllen das Rund. Ihr befindet euch in den Katakomben der Arena. Noch ist Raphim als Basaltfaust an eurer Seite, doch er darf nicht mitkämpfen. Ihr habt eine kleine eigene Nische in den sandigen Gemäuern und könnt euch noch alleine unterhalten. Na, spürt ihr es schon? Heute werden einige sterben. Oh, ich mag es, wie der Sand hier herabrieselt. Das ist nicht schon so etwas Erdiges. Sind nicht schon einige gestorben? Sie haben gerade noch zwei rausgetragen. Ja, aber das waren noch keine Kämpfe. Das waren Bestrafungen. Jetzt wird es erst richtig spannend. Aber mir, schau mal da hinten. Ich glaube, ich schnall an der Schulterschiene ist lose. Ach, okay. Komm her. So, das müsste gehen. Das müsste reichen. Ja, das muss wohl. Flucht. Was macht dein Arm? Ja, Mädchen, ich weiß, du bist heiß auf das Blut. Ich bin nicht sicher, ich meine, ich habe mich ein wenig daran gewöhnt, den nicht zu benutzen, aber es kam auch schon lange nicht mehr drauf an. Heute kommt es drauf an. Hoffen wir, dass wir das unbeschadet überstehen. Och, ich bin da ganz positiv. Wir töten den Schlinger und vielleicht die Echse. Ja. Die verletzen wir natürlich nur. Ich wollte dies gerade anmerken. Ich kann nur hoffen, dass er sich an mir die Zähne ausbeißt, falls er zu weit kommt. Nun, wir kennen den Plan alle. Wir werden wohl eher dafür sorgen, dass niemand Boltax in den Rücken sticht, während er ihn durchführt. Ich kümmere mich um diesen Schlingerreiter, damit er nichts Ungutes versucht, während Boltax auf ihn zugeht. Sagt diese anderen Gladiatoren, an denen wir vorbeigekommen sind, werden sie auch gegen die Echsen kämpfen oder gegen uns? Sie kommen jedenfalls mit uns rein, oder?
Nun, ich vermute mal, dass der Sieger gegen die Todesichse kämpfen darf. Ein Ausscheidungsturnier, wenn man so will. Ist es nicht eher so, dass alle gleichzeitig nach der Todesichse suchen und wer sie zuerst findet und dann mit ihr kämpft, gewinnt? Falls er gegen sie gewinnt. Das wäre möglich. Ich weiß es nicht. Naja, also ich würde den anderen nicht vertrauen, sagen wir es mal so. Nein, natürlich nicht. Wir haben einen Vorteil, wir kämpfen als Mannschaft. Denkt ihr, wir müssen schwimmen? Oder wird es Boote geben? Wir kommen von der Wasserseite, oder ist das in meinem Kopf jetzt falsch herum? So wurde es gesagt. Ich denke, es werden Boote oder Flöße sein. Ja, so, da haben wir sie ja. Hallo, hallo, hallo. Ich bin nochmal hier, um nach Wetten zu fragen. Wollte was abschließen. Ihr habt zwar selber einen kleinen Vorteil, wenn ihr selber im Ring steht, aber euch soll es ja auch gewährt sein, nicht wahr? Aber mir möchtest du oder soll ich? Nun, da es Boltags Einsatz ist, sollte er diese Wette platzieren. Na gut. Stehen die Quoten auf mich? Auf dich. Nun ja. Möchtest du eine Einzelwette abschließen? Das geht nur für den Schlinger. Ja, dann. Die bieten nur die Panikans bieten die an. Nur eine Einzelwette für den Schlinger von mir aus. Dann bezwinge ich eben den Schlinger, wenn es sein muss. Sehr gut, sehr gut. Du gegen den Schlinger. Nun, 10 zu 90, wie auf jeden, den du wetten kannst. Also man bekommt nicht viel raus, wenn man auf den Schlinger wettet, aber soll schon einige Gräume gegeben haben, die ihr eigenes Leben verwettet haben, um dabei reich abzukassieren. Nun, wie viel kann ich maximal setzen? Tja, es gibt keine offene Grenze, aber solange die Gegenseite, der Rest wird dann einfach zurückbezahlt. Das wird sich dann am Ende entscheiden. Nehmen wir einfach an, ihr wettet 10 Dukaten und die andere Seite wettet nur eine, dann werdet ihr die 9 ungesehen zurückbekommen und nur ein Dukate gegen eine Dukate, die dort steht. Aber eure Einsätze sind wie gesagt 10 zu 90, wenn ihr es schafft. Für Meister Jalan hier vielleicht 13 zu den 87. Nun, in diesem Fall. Ich würfel einmal kurz Geiz, ob ich mein ganzes Geld setzen möchte oder nur einen Teil. Geiz nicht eher, dass du gar nichts setzt? Naja, ich, na gut, okay. Wäre auch. Kommt drauf an, wie hoch dein Geiz ist, whatever. Ja. Also, schauen wir einmal in meine Nachteile rein. Und zwar. Mein Vorteile Geiz. Gegen Gräume? Ja, Vorteile gegen Gräume habe ich. Willst du dem gierigen kleinen Mistkerl wirklich dein Geld geben? Gib es lieber mir. Ich gebe dir keine Quote, aber ich weiß, er war jetzt sicher. Ich würfel erstmal auf Geiz, ganz normal. Na, mein Geiz triggert nicht. Aber meine Vorteile gegen Gräume triggern natürlich. Das heißt, er kriegt nicht mein ganzes Geld. 2000 Dukaten. 2000? Sehr wohl. 2000. Ihr müsst es mir nicht bar geben. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr Edelsteine mit in die Arena führt. Wäre vor, ich glaube, 2 Monaten wäre das noch gegangen. Da hatte ich einen anderen Krieger, der seine Edelsteine mit reingenommen hat. Die waren allerdings auch sehr interessant, muss ich sagen. Nun gut, ich werde euch einfach eintragen in die Liste und ihr schuldet es dann der Familie Zornbrecht, nicht wahr? Nun gut. 2000, eine stattliche Summe. Naja, ich bin auch kompetent. Wenn ihr möchtet, können wir es auch gleich für euch verzinsen, solltet ihr gewinnen. Dann würde es gleich in unseren Gilden, eingeschlossen und aufbewahrt, bis ihr es braucht. Und wir verzinsen das natürlich für eine gute Summe. Ich glaube also an Boltax, das lobe ich mir. Ich denke, das ist nicht nötig. Nicht wahr? Ich bin ja nicht so sicher, dass es sich in euren Kammern wirklich sicher befindet. Wir wissen, was in Elburum passiert ist. Unglücklich, nicht wahr? Ich trete ihm ganz leicht gegen die Wade von hinten. Gut, gut, aber ihr wisst von dem Schlinger schon. Dann kann ich auf alle Fälle ein paar unfaire Wetten anbieten. Sagt, führt ihr noch irgendwas bei euch? Irgendwelche Gifte oder so etwas? Das Übliche. Zauber, Magie, Gifte. In der Tat, das Übliche. Das Übliche. Sagt, wie stehen die Quoten noch gleich, die Todesechse zu besiegen? Nicht gut. 30 zu 70.
von eurer Gruppe. Da würde ich doch gerne einen, sagen wir mit sich, kleinen Einsatz tun. Ja, was soll ich aufschreiben? Ich würde doch einfach den von meinen guten Kameraden hier mittragen. 2000 Dukaten? Ja. So. Also, wir können darauf setzen, dass einer von uns aus der Gruppe die Todesechse besiegt und kriegen 30 zu 70. Es geht um nicht um die Todesechse, sondern um diese Gruppe gegen die Echsenkrieger. Oh, es sind Echsenkrieger. Stammeskrieger. Alles, was wir im Dschungel auftreiben konnten. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin kein Krieger. Ich bin Gildenmeister. Und was sollen ein paar geschuppte Wilde uns schon tun? Das wird ein Fest. Nun, ich meine, warum kriege ich denn meine Heuer? Na, ich setze auch 200 Dukaten, dass wir diese Todesechse besiegen. Voltags? Keine Toten, wenn's geht. Dachte, ich darf die Todesechse nicht töten. Aber die anderen Echsen. Ich hoffe, ihr könnt bezahlen. Das wird Zornbrecht sonst gar nicht mögen. Ich stelle euch einen Wechsel aus, wenn ihr skeptisch seid. Später. Habt ihr nicht etwas vergessen? Unseren Wettschein. Ich habe euch notiert. Keine Sorge. Die Quittung, Grollmix. Die Quittung. Ich bin nicht Grollmix, ich bin Pack. Auch wenn wir für euch alle gleich aussehen. Nun, wir benötigen einen Wettschein, damit wir wissen, dass ihr diese Wette ordentlich entgegengenommen habt. Nun, ich habe kein Geld von euch gesehen, aber ich kann euch natürlich so etwas ausstellen. Wartet einen Moment. Während er das ausfüllt, könnt ihr sehen, wie sich jetzt 3-4 andere Gladiatoren und Gladiatorinnen in die Zelle mit hineinschieben. Unter anderem eine Torwalerin ist mit dabei, zumindest die roten Haare verraten ist. Und ihr könnt erkennen, dass Diamantis erkennt ist, das ist der Wachmann oder ehemalige Stadtwache, die ihn auch erschossen, zumindest angeschossen hat. Borromeo. Hey. Ah, da seid ihr ja. Borromeo, ich hab dich im Auge. Und ich dich. Man hat euch alleine hier reingeworfen? Tja. Auf mich wartet Sandoval, wenn ich diese Scheiße hier überlebe. Besser als im Sand zu verrecken, oder? War nichts Persönliches, das habe ich euch schon gesagt. Aber Roberto Florias hat wegen euch ziemlichen Aufriss gemacht. Gut. Kann vielleicht daran gelegen haben, dass Praios Geweihter umgekommen ist. Weiß es nicht. Praios sieht alles. Hier ist euer Wechsel. Ja, vielen Dank. Das tut er wohl. Ich verteile mal die Wechsel an Voltax und Lanan. Aber mir verwahrt sie doch für mich. Ich weiß, bei euch kommen sie nicht weg. Nun gut, wenn ihr mir vertraut. Natürlich. Aber Praios ist natürlich auch gnädig. Die Torwalerin kniet sich derweil neben mir ab. Oh, was bist du denn für ein schönes Ding? Ja. So etwas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Das ist unsere edle Mitstreiterin Mira. Tja, dann soll sie uns Ehre bringen. Mal gut, das Zeichen, wo ich daherkomme. Sagt, ihr seht auch aus wie ein Stammeskrieger. Könnt ihr euch verwandeln? Kämpft ihr mit? Riese? Nein. Oh nein. Ich schicke Mira in den Kampf. Tja. Sulamin. Und ihr selber reitet nicht mit? Ich darf nicht mitspielen. Dürft nicht. Interessant. Wir sind wohl schädlich fürs Geschäft, weil wir immer alles umbringen, aber ich halte das für eine Unterstellung. Tja. Weil wir immer alles umbringen. Dann solltet ihr die Geister über uns wachen lassen, nicht wahr? Auch für die Geister bin ich zuständig. Ja, das macht Boltax bei uns. Aber ich muss jetzt aufbrechen. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Sulamin, pass auf meinen Bären auf. Wird gemacht. Naturgrund wird mit uns sein. Keine Sorge. Tut einfach, was ich euch sage und Naturgrund wird über uns wachen. Sprechen wir ein gemeinsames Gebet. Ich glaube mal, dass ihr andere Götter habt, oder? Zwanfa? Ich weiß nicht, ob ihr Sumo anbetet, aber ich bin ein Priester der Sumo. Meint ihr Sentara? Wenn sie bei euch so heißt, die Mutter, die alles hervorgebracht hat, die Erde und die Elemente. Das ist das weiße Mammut, Naturogon. Sehr gut, beten wir gemeinsam.
und tut in der Arena, was ich sage. Ich bin die Anführerin hier. Darüber will ich sie sich streiten. Solange ich die Echse umbringen darf. Also den Schlinger, nicht die Echse. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Aber sag. Ihr habt noch nicht von mir gehört? Ich bin Anjaban Brei Isrunga. Und in was verwandelt ihr euch? Gar nicht. Und warum seid ihr hier? Ich bin kein Hautwechsler. Nun, um meinen Stamm zu ehren. Nein. Nicht warum seid ihr hier in der Arena. Warum seid ihr hier bei uns? Weil wir gemeinsam nach draußen treten. Durch die Tore. Es geht bald los. Ich verstehe immer noch nicht. Warum seid ihr speziell hier auf dieser Seite der Leute bei uns? Weil es wir sind gegen die. Seid ihr das erste Mal... Ich blicke mich nochmal um. Sind hier noch andere Gladiatoren? Ja, sie schaut einmal rum und du kannst auch erkennen, Bromeo ist da und weitere andere haben sich reingeschoben. Augusto, Romero, kannst du das verstehen? Sie standen noch nie in der Arena. Das sind keine Gladiatoren. Hörst du das, Ulan? Gehst du kurz um? Ihr seid geradezu zehnt? Elft? Das geht ja sogar. Ich dachte, es wären mehr. Nein, wenn wir kämpfen, kämpfen wir normalerweise auf Leben und Tod und um unser eigenes Leben und das anderer zu verteidigen. Deswegen haben wir euch einiges voraus. Meine Herren, meine Damen, ich weihe euch nun einmal in die Geheimnisse des effektiven Kampfes gegen das Echsenvolk ein. Also, Echsen mögen keine Kälte. Wenn ihr also zaubern könnt, zaubert Kälte. Macht sie ganz steif. Weiteren haben Echsen verschiedene Schwachpunkte. Zum Beispiel ihre Zunge. Die ist etwas schwer zu greifen, aber wenn man es richtig hinbekommt, genauso ihr Zahnfleisch. Echsen sind sehr behende. Sie sind wieselig wie Wiesel. Naja, vielleicht eher schlüpfrig wie Eidechsen. Na? Aber es gibt auch verschiedene Punkte, an denen sie leicht zu treffen sind. Wenn ihr allerdings ihren Schwanz erwischt, könnte es sein, dass dieser Schwanz abfällt. Ah. Sagt Boltag, seid ihr schon jemals einer Echse begegnet? Ja. Theoretisch. Im Buch. Theoretisch, ich verstehe. Ich habe dieses Buch verinnerlicht. Wir haben damals das Draconomikon zusammengelesen. Ich kenne viele Zwerge, die gegen Drachen effektiv gekämpft haben. Und Drachen sind ja nur große Echsen. Oder Echsen sind kleine Drachen. Gewissermaßen können wir sie also so besiegen. Wusstet ihr, dass die Echsen von der Kailach Anmachula abstammen? Sie haben Verwandte unter den Spinnen. Gott, wann geht's endlich raus? Oh. Ja, ich hoffe bald. Hätte ich gewusst, dass wir so lange warten müssen, hätte ich mehr Zigarren mitgebracht. Nun, lasst uns doch alle vielleicht die Götter eher um stille Einsicht bitten, hm? Das bevorzuge ich auch. Nun, sie haben uns zumindest von dort drüben hier reingeschickt. Ich glaube, bald geht es los. Keine Sorge. Ja, keine Sorge. Haltet euch einfach an mich. Bring uns da lebend raus. Wolkenkopf ist mit uns. Welches Ziel habt ihr euch denn auserkoren? Tja, also wir sind alle wohl hier, sie schaut sich dabei einmal rum, wegen der Todesechse. Außer Borromeo, der sagt nur, dass er überleben möchte und nun ja, möglichst unverletzt, damit er auf Santobal noch genug Kräfte hat. Wir anderen machen das freiwillig. Ist eine große Ehre, gegen die Todesechse zu ziehen. Die kämpft nicht alle Tage. Ich glaube, das ist jetzt das nach 5 Jahren das erste Mal wieder. Echsen zwar häufig, aber die Todesechse wird nicht mehr so oft gesehen. Nun, dann ist es uns eine Ehre, euch an unserer Seite zu wissen. Aber natürlich könnt ihr nicht erwarten, dass euch bei der ersten Begegnung gleich alle folgen. Nun, ich bin eine bekannte Gladiatorin in dieser Arena und wenn ihr von meinen Siegen nicht wisst, ich habe erst vor 2 Wochen einen großartigen Sieg davongetragen, dann ist das eure Schuld. Aber ihr steht doch das erste Mal im Sande, deswegen solltet ihr euch eventuell... Nun ja, kleine Brötchen backen, sagt man, oder? Da, wo ihr herkommt? Was denn der größte? Das erste Mal in Al-Anfa. Was ist denn der größte Gegner, den ihr bisher jemals besiegt habt? Andere Torwale. Ah. Nun, jeder fängt mal klein an. Ich pack mir derweil mal Borromeo und nehme ihn so ein bisschen zur Seite mit. Ach, nichts Persönliches. Keine Sorge. Wollt ihr leben? Tja. Ich habe mich ein bisschen informiert über die wenige Zeit, die ich hatte. Ihr seid keine Unbekannten, richtig? Richtig. Ihr habt Galotta umgebracht, oder? Auch. Ich frage noch einmal, wollt ihr leben? Schon, ja.
und kniet nieder, bekennt eure Sünden und bekennt euch zu Albuin Invictus. Rajas wird über euch wachen. Ich weiß nicht mehr, wer dieser Albuin ist. Die Lehre kommt später. Das Bekenntnis zuerst. Was habe ich zu verlieren? Damit geht er vor dir auf die Knie. Höre ich mir seine Sünden an. Oder vermutlich die eine, die er jetzt gerade hat. Er wird dir eine ganze Menge Sünden beichten, die er im Auftrage der Stadtwache für andere begangen hat, die auch nicht unbedingt gegen Alan verstrebten, aber schon. Er hat Männer umbringen lassen, er hat Frauen umbringen lassen, er hat Kinder umbringen lassen. Aber er hat eine ganze Menge auf dem Kerbholz. Und nach 10 Minuten wird es tatsächlich einen Ausrufer geben, der dann bei euch reinschaut. So, alles klar, ihr könnt in die Boote steigen. Es geht los. Dann lege ich ihm eine Hand auf den Kopf. Preis hat eure Sünden gesehen und er hat euch gesehen. Und sie seien vergeben. Erhebt euch und kämpft. Und komm, ich gebe ihm Liturgie mit. Mach mal eine goldene Rüstung. Goldene Rüstung für ihn? Goldene Rüstung für ihn. Alles klar. Das ist dann, ich muss die zweimal aufstufen, das ist dann gerade 4. Ja, es müsste reichen. Das ist erschwert um 4. Die wirkt dann eine halbe Stunde oder so. Mhm. Wirkung ist nicht so wichtig, glaube ich. Also er kann schwerer angegriffen werden. Genau, das ist hier vor allem das Wichtige, denke ich. Das sollte ihm das Überleben erleichtern. Ja, das hilft auf alle Fälle. Gut. Dann fängst du selber auch ein bisschen an zu leuchten. Wie viel Karma hast du jetzt ausgegeben? 20. 20 Stück. Dann hast du 2 Punkte in Entrückung. Und derweil kommen andere Treiber an, die euch dann ebenso aus dem Raum herausschieben. Und ihr könnt sehen, wie vor euch dann der Sand, ein kleiner Weg nach oben geht. Dann geht der Sand wieder nach unten und eine kleine Rampe, die hier wohl angebaut wurde. Und das Wasser, was dann hier mehrere Boote umspült. Ruderboote mit kleinen Paddeln aus Schilf oder sowas. Und an der Zahl sind es wohl, guckt kurz durch, 5, 6, 7, 8 Stück. 8 Ruderboote, in die ihr euch dann setzen könnt. Und es passen immer 2 Leute rein, sind also genug da. Ihr könnt auch alleine fahren, dafür ist auch Platz. Und jetzt schaut man erstmal auf die Verteilung. Ja, ich würde mit Diamantis ins Ruderboot gehen. Ich nehme natürlich das erste Boot. Und dann werde ich euch doch direkt nachfolgen. Voltax, ich ruder. Ja, genau. Das war die Idee. Gleiche Sulamin in die Hand. Gerne, Abelmir. Mira, schwimmst du? Komm, Mädchen. Okay, dann schauen wir mal nach. Wir bilden Paare, Steuerung F. Jalan mit? Ich hätte doch gesagt, der Torwartin. Mit der Torwartin, alles klar. Ich sehe gerade nur nicht, wo sie... Achso, da ist sie, okay. Warum ist mein Token länglich? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Das liegt an der Größe, weil sie auf der kleinsten Größe ist, dann verschiebt sich das ein bisschen. Und Mira schwimmt. Gut, dann fährt keiner von euch alleine und ihr habt 1, 2, 3, 4, 5 Ruderboote, die ihr benutzt, beziehungsweise diese Schilfboote sehen sehr aus, als ob sie irgendwelche Ureinwohner gefertigt hätten, passen auf alle Fälle zu dem gewählten Setting. Und vor euch öffnet sich dann knarrend ein Gitter, was nach oben gezogen wird. Derweil kann Rafim auf die Tribüne treten, beziehungsweise neben die Granden. Du siehst dort allerlei, die dir natürlich schon bekannt sind, doch zahlreiche deiner Basaltfaustbrüder und Schwestern sind anwesend. Der Patriarch fehlt natürlich wie immer, der bewahrt die Neutralität, auch wenn der Rest der Granden alle hier ist. Also viele zahlreiche Gesichter, du kannst Goldo Paligan erkennen, der dort sitzt und ein paar Weintrauben isst, im großen Abstand zu ihm dann natürlich auch Zorn brecht. Und Florios ist wohl anwesend, Wilman fehlt natürlich wie immer und so kannst du natürlich auch Kugris erkennen, nicht nur den Anführer des Hauses, Salix heißt er, glaube ich. Du hast ihn noch nicht wirklich viel kennengelernt, aber auch Korangon Kugris ist anwesend, der dich über seine Augenklappe hinmustert. Ja, Rafim nimmt seine Position in der Formation ein und stellt sie neben seine Brüder und Schwestern und schaut interessiert. Mhm. Ja, dann tritt die Spielleitung der Arena ein. Ihr hattet sie vor wenigen Tagen kennengelernt, zumindest die anderen hatten sie kennengelernt, als sie dann mal in der
ja, als sie mal vorbeigesehen hatten und dann eben über gute Staatskenntnis dann einiges herausfinden konnten, tritt er nach vorne und öffnet dann eben damit das größte Event des heutigen Tages. Auch wenn schon zahlreiche Kämpfe vorher stattgefunden haben, du kannst auch sehen, dass der Sand schon etwas blutig verfärbt hat, aber sie wird eine erneute Begrüßung machen. Die Arena-Meisterin Eldoria tritt wie gesagt nach vorne und spricht. Meine Damen und Herren, Farnas, Sklaven und hochgeschätzte Granden, Gäste, Einheimische, Widerwärtige und Hochgeehrte, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Seeschlachten wurden geschlagen, Berge wurden erklommen. Heute jedoch wagen wir einen finsteren Blick in die Sümpfe von Brabak. Hässliche Kreaturen bewachen die Pyramiden, Geheimnisse umwuchern die Ruinen, doch ihre Macht ist ungebrochen. Eine Gruppe Questadores wagt ihr Glück. Goldene Schätze, Wissen und Magie können errungen werden. Sie landen in wenigen Augenblicken am Strand von Magunju und müssen sich dort behaupten. Der Sand des Strandes ist ebenso fein wie überall sonst auf dem Atoll, doch scheinen kleine Krebse zu fehlen. In den Bäumen sitzen keine Vögel und überhaupt ist es unerwartet leise. Lediglich gelegene Windböen versetzen das Blätterwerk in raschelnde Unruhe. Und während sie spricht, kannst du sehen, wie die Bäume sich so etwas bewegen und anfangen zu rascheln. Das Unterholz des Waldes ist grün, weit und breit kein Baum zu sehen. Nur Schlingpflanzen. Es ist eine tödliche Umgebung. Verflochtenen Pflanzen, die sich über den Boden winden. Die Schatten der großen Steinfiguren greifen noch meterweit aus. Hier sind keine alten Götter, Götzen, die sie verehren. Doch halten wir inne und betrachten die Questadores. Und mit dem Rattern geht das Tor auf. Und du kannst erkennen, wie sich ein Ruderboot von dem Inneren nach draußen schiebt. Und du erkennst Jalan.